Ich freue mich, dass wir in den dritten und letzten Teil unserer DNA-Predigtserie starten dürfen. Und Basti hatte das schon die letzten Wochen gesagt. Jeder Organismus hat eine einzigartige DNA, die bestimmt, wie er aussieht, sich entwickelt und funktioniert. Und das gilt auch für uns als Jesus-Nachfolger und als Gemeinde. Und ich habe mir so die Fragen gestellt, was macht uns aus? Wofür stehen wir? Was verströmen wir? Weil Mediziner, Biologen und andere Wissenschaftler, die können vielleicht mittlerweile die DNA auseinandernehmen und sequenzieren und analysieren und was auch immer. Aber für uns normale Menschen, wir können DNA letztlich nur wahrnehmen in anderen. Wir sehen vielleicht ihr Aussehen oder ihr Verhalten. Und so ist es dann auch für uns als Christen oder wenn Menschen hier in diese Gemeinde kommen, die Frage, was nehmen sie wahr? Und in den letzten beiden Wochen haben wir uns schon hier mit diesen anderen Bausteinen beschäftigt, Gnade und Vertrauen. Und heute geht es um den dritten, um den Glauben. Und zum Thema Glaube könnte man ehrlich gesagt eine ganze Predigtreihe machen. Ich habe mich gar nicht so leicht getan, in der Vorbereitung mich zu beschränken. Und ich habe vor allem jetzt beschlossen, mich darauf zu fokussieren, was jetzt bei dieser DNA wichtig ist. Also vor allem das, was man wahrnimmt, das, was greif- oder sichtbar ist an unserem Glauben. Aber zunächst mal stellt sich ja die Frage, was ist Glaube überhaupt? Und da will ich mich ein bisschen am 11. Kapitel des Hebräerbriefes orientieren. Das ist ein wunderbares Glaubenskapitel und es lohnt sich, das, wenn ihr heute noch Zeit habt, das vielleicht auch mal in Gänze durchzulesen. Direkt zu Beginn heißt es da in Vers 1 und 3, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, oder wie Luther das so schön übersetzt, eine feste Zuversicht. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und dann geht es weiter in Vers 3. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und zunächst mal hat der Glaube durchaus eine rationale Komponente. Der Mensch, so steht es hier gerade in dem Vers 3, erkennt, dass das Sichtbare allein keinen Sinn macht und er folgert daraus, dass es eine weitere Dimension geben muss. Und es ist ja durchaus spannend, dass es viele Physiker gibt, die Christen werden, weil sie bei all ihrer Forschung nach den letzten und kleinsten Teilen irgendwie merken, so diesen letzten Ursprung, den kann man nicht erklären. Und da sind wir dann auch ganz schnell bei diesen uralten Fragen der Menschheit. Woher komme ich? Wofür bin ich hier? Und wohin gehe ich? Der Glaube hilft uns dabei, den Dingen einen Sinn zu verleihen. Auch ganz rational, und das ist total gut so. Man kann mit Verstand an die Bibel, an den Glauben herangehen und kann darüber sinnieren und debattieren und nachdenken. Glaube ist eben nicht nur was für die besonders euphorischen oder emotionalen unter uns. Und es ist gut, auch diesen rationalen Zugang zum Glauben zu haben. Und gleichzeitig ist der Glaube aber nicht nur eine Theorie, die irgendwo so im luftleeren Raum schwebt. Und es ist auch nicht nur die Zustimmung oder die Überzeugung, Ja zu sagen zu bestimmten Glaubenswahrheiten, also dass zum Beispiel Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, auch wenn das sicherlich ein guter Anfang ist. Sondern Glaube hat auch praktische Auswirkungen. Das steckt auch direkt in diesem ersten Vers mit drin. Glaube hat laut dieser Stelle praktische Konsequenzen, weil wir mit etwas rechnen. Und wenn ich mit etwas rechne oder etwas erwarte, dann hat das in der Regel Auswirkungen auch auf mein Verhalten. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn ich damit rechne, dass es regne, so wie das gestern permanent der Fall war, dann ziehe ich mich zum Beispiel regensicher an. Oder ich nehme einen Regenschirm mit oder ich beschließe mal nicht mit dem Fahrrad zu fahren, sondern das Auto zu nehmen. Oder, so wie es bei mir ist, ich habe an zwei Stellen im Kiefer keine bleibenden Zähne angelegt. Und mit Anfang 20 hat mir mal eine Zahnärztin gesagt, rechnen Sie damit, dass Sie mal Implantate haben werden, und hat mir empfohlen, eine Versicherung abzuschließen.
Diese ersten Beispiele, das wären jetzt beides so Vorsichtsmaßnahmen. Ich rechne mit etwas, also ergreife ich eine Vorsichtsmaßnahme. Aber das geht auch proaktiver, positiver. Ich bin zum Beispiel jemand, ich würde mich nicht einfach bei Menschen zum Essen einladen. Aber es gibt Ausnahmen, weil ich zum Beispiel Menschen sehr gut kenne, wie die Familie meines Patenkindes. Und weil ich weiß, dass ich bei ihnen immer willkommen bin und dass sie grundsätzlich gastfreundlich und unkompliziert bin, traue ich mich da auch einfach mal, mich zum Essen einzuladen, einfach weil ich damit rechne, dass es für sie okay ist. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch noch in einer negativen Variante. Vielleicht habe ich immer die Angst oder davor zu scheitern und ich rechne da schon gewissermaßen damit und entsprechend gehe ich an neue Situationen auch in so einem Mindset ran und dann passiert es vielleicht tatsächlich häufiger, dass ich scheitere. Sowas nennt man dann Self-Fulfilling Prophecy. Also ich denke, an den Beispielen wurde deutlich, dass das, womit wir rechnen oder was wir erwarten, auch Auswirkungen auf unser Verhalten und damit auch die Realität hat. Und beim Glauben geht es darum, dass wir damit rechnen, dass sich das, was wir glauben, auch erfüllt. Dass das, was noch nicht sichtbar ist, dennoch real ist. Und entsprechend passen wir unser Verhalten an. Und das hat dann nicht nur eine zukünftige Dimension, so nach dem Motto, irgendwann kommen wir dann alle mal in den Himmel, sondern das hat auch schon Auswirkungen auf hier und jetzt für deinen und für meinen Alltag. Unser Jahresthema, wer sich noch dran erinnert, ist Hoffnung. Und wir haben uns schon am Anfang des Jahres ausführlicher damit beschäftigt und wer die Reihe damals nicht mitbekommen hat, ist herzlich eingeladen, die auch nochmal nachzuhören. Und ich bin einfach auch nochmal an dieses Jahresthema erinnert worden, weil hier in diesem ersten Vers auch dieses Wörtchen Hoffnung drin steckt oder Hoffen. Und wir hatten festgehalten, dass Hoffnung im biblischen Verständnis kein Wunschdenken ist, kein vager Optimismus, sondern eine Sache der Gewissheit, weil Gott uns Dinge zugesagt hat in seinem Wort und weil er der Garant dieser Hoffnung ist. Ihr erinnert euch vielleicht, Hoffnung entsteht dann, wenn wir den König und sein Reich schauen, wenn wir Offenbarung erhalten und Gott uns dabei hilft, das zu sehen, was wir selbst nicht sehen können. Wenn wir uns Gottes Sicht für Dinge schenken lassen und wenn wir erkennen, was er tun will und wie wir auch ein Teil davon werden können. Und genau da sind wir auch wieder bei diesen Versen aus dem Hebräerbrief, die letztlich genau das aussagen. Beim Glauben sehen wir das, was noch nicht ist, und eigentlich ist es ja, und handeln danach, eben weil wir damit rechnen. Glaube hat also diese rationale Komponente, aber er hat auch praktische Auswirkungen und er ist nie nur rational, sondern er wird immer auch persönlich. Und im restlichen Kapitel 11 des Hebräerbriefes werden uns dann diese verschiedenen Helden des Glaubens vor Augen geführt, angefangen von Abel über Abraham, Mose bis hin zu den Propheten. Und sie alle hatten in irgendeiner Form eine persönliche Begegnung mit Gott. Sie haben den Ruf Gottes gehört, ich will dich, und sind ihm gefolgt. Nehmen wir zum Beispiel mal den Abraham. Gott ist mitten in sein Leben hineingebrochen. Nur ein paar Verse vorher erfahren wir überhaupt, dass es ihn gibt und von seiner Existenz. Ist eigentlich ein totaler No-Name. Und dann, bumm, ist da diese große Berufung und Verheißung von Gott. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und für Abraham, der ja im Übrigen an dieser Stelle noch Abram hieß, stellte sich plötzlich diese große Frage, dieses Entweder-Oder. Glaube ich zuallererst diesem Gott, der mich da anspricht? Und im Zweiten dann auch, glaube ich dem, was er da gerade sagt? Oder eben nicht? Und genau das ist auch für uns immer wieder die Entscheidung. Auch wenn wir vielleicht schon jahrzehntelang Christen sind, ist es da dieses große Entweder-Oder. Entweder gibt es keinen Gott und dann ist das egal, oder es gibt einen und dann ist nichts wichtiger als diese Beziehung zu ihm. Es ist alles oder nichts und hat dann eben auch Auswirkungen, weil ich dann überlege, wie ich eigentlich mit meinem
leben will, wie ich es führen will für ihn. Und weil die Frage ist, glaube ich diesem Gott jetzt wirklich und setze alles auf eine Karte oder vielleicht doch nicht so ganz? Setze ich meine Sicherheit immer noch in andere Dinge, die mir scheinbare Sicherheit verheißen? Abraham hat beschlossen, diesem Gott zu glauben und dieses bekannte Land, sein, wo er herkam, zu verlassen, dahin, wo er nicht wusste, was ihn erwarten würde. Ich habe gerade auch so ein unbekanntes Land vor mir, wobei es im engeren Sinne eigentlich das unbekannte Land meiner Mutter ist. Die wird in wenigen Wochen hierher nach Stuttgart in ein Altenheim ziehen. Aber weil ich das natürlich alles intensiv jetzt mit ihr zusammen mache, ist es irgendwo auch mein unbekanntes Land. Und das Spannende ist, sie wird erstmal in ein temporäres Zimmer ziehen in dem Altersheim und muss dann darauf warten, ob in dem Zeitraum, wo sie in diesem Kurzzeitzimmer ist, ein dauerhaftes Zimmer frei wird. Und ich merke, dass da immer wieder so zwei Herzen wirklich in meiner Brust schlagen. Und die eine Seite sagt total, boah, ich kann Gott vertrauen. Ich glaube, dass er das alles gut machen wird und dass ich jetzt schon genauso planen kann, dass sie, wie als wenn sie direkt in dieses dauerhafte Zimmer gehen würde. Das heißt, ich kann die Wohnung in München auflösen und so weiter. Und dann kommt da wieder die Silke, die auf Sicherheit und Kontrolle gepolt ist und die sich sagen, also so ganz kannst du da ja nicht sicher sein und wer weiß schon, wie das ist und im schlimmsten Fall muss sie dann nochmal zurück nach München und dann kann ich ja die Wohnung gar nicht auflösen. Das ist immer wieder die Frage, traue ich mich da in das unbekannte Land oder nicht? In dem Hebräerbrief oder im 11. Kapitel davon, da werden uns wie gesagt noch einige andere Helden des Glaubens vorgestellt. Und ich will euch ein paar weitere Kostproben geben, was Glaube und dieser persönliche Ruf Gottes bewirkt. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Und wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Und immer wieder klingt es in diesen Versen an, Glaube hat diese Dimension des noch nicht Sichtbaren. Das Unheil war noch nicht zu sehen. Aber Noah hat trotzdem angefangen, die Arche zu bauen, obwohl ihn die Leute für ein bisschen verrückt gehalten haben. Der Auszug der Israeliten lag noch in weiter Ferne, aber Josef hat trotzdem schon davon gesprochen, weil er es gesehen hat. Der Glaubende sieht es schon. Ich habe irgendwo den schönen Satz gelesen, Glaube gibt den unsichtbaren Dingen Realität, sodass wir in der Überzeugung ihrer Wirklichkeit handeln können. Glaube gibt den unsichtbaren Dingen Realität, sodass wir in der Überzeugung ihrer Wirklichkeit handeln können. Oder vielleicht ein bisschen leichter ausgedrückt, wir sehen schon, was noch nicht da ist und handeln entsprechend, wenn wir glauben. Und auch unser Bezugspunkt Gott ist ja nicht sichtbar und trotzdem können wir eine Beziehung zu ihm haben. Das ist ja dieses wunderbare Geschenk des Glaubens. Abraham wusste, dass dieser Gott vertrauenswürdig ist und deswegen glaubte er ihm. Und Mose sah auf den, der unsichtbar ist. Auch wir dürfen dem vertrauen, der nicht sichtbar ist. Denn genau das ist Glauben, Vertrauen. Schön finde ich in diesem Zusammenhang auch Henoch, der auch in dieser Liste in Hebräer 11 vorkommt und ansonsten nur kurz im ersten Buch Mose in Kapitel 22. Und da heißt es zweimal kurz hintereinander, Henoch wandelte mit Gott. Und ich finde es so schön, das ist aus der Luther-Übersetzung, dieses Wort wandeln, weil das drückt für mich schon aus, dass dieses Wandeln, dass dieser Weg mit Gott was sehr Beständiges war, was Intensives,
eben nichts nur so Punktuelles, Oberflächliches, eine flüchtige Bekanntschaft, ah, hallo, schön, dass du da bist. Nee, er lebte wirklich in enger Gemeinschaft oder Verbindung mit Gott, wie es dann auch moderne Übersetzungen ausdrücken. Und dieses Wandeln mit Gott, wenn wir intensiv mit Gott unterwegs sind, dann hat es eben Auswirkungen. Nicht nur, es ist nicht nur ein stilles für mich Glauben irgendwo hinter verschlossenen Türen. Und zunächst mal heißt es ganz einfach, dass ich Gott auch gehorsam bin, dass ich in seinem Sinne handle, dass ich lebe, wie Jesus es mir vorgelebt hat. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Erzählt uns der Jakobusbrief in dem Vers und auch in ein paar anderen Stellen. Und dann heißt es in einem weiteren Sinne aber auch, dass ich im Glauben handle, dass ich also aus dieser Beziehung heraus dem Ruf Gottes folge und entsprechend lebe und mich im Bild gesprochen in dieses unbekannte Land wage, in das Gott mich ruft. Und das kann zu ungeahnten Höhenflügen, tollen Erfahrungen und siegreichen Erlebnissen führen, aber auch zu ziemlich unangenehmen Situationen. Auch da ist der Hebräerbrief ganz ehrlich. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Hey, das klingt doch super, das wollen wir alle gern haben, oder? Da würden wir uns direkt einreden. Aber dann geht es weiter. Andere aber sind gemartert worden, wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Das heißt, dieses Leben im Glauben, und darauf dürfen wir uns einstellen, das beinhaltet absolut diese Wundererfahrungen und Siege. Aber genauso kann es heißen, dass wir auch mal durch schwere Erfahrungen gehen. Und wieder ist es dann der Glaube, der uns durch diese schweren Erfahrungen hindurch hilft. Mir ist eine Geschichte eingefallen, das ist jetzt keine wirklich schwere Erfahrung, aber für mein damals noch junges 19-jähriges Herz war es so ein bisschen eine schwere Erfahrung. Und zwar habe ich damals eine FSJ gemacht und habe in der WG gelebt, und mit einer WG-Genossin da haben wir es irgendwie aufs Herz bekommen. Wir wollten jetzt mal rausgehen und so richtig den Leuten von Jesus erzählen und denen irgendwie ein neues Testament geben. Und wir haben uns da in ihrem WG-Zimmer zuerst getroffen und haben dann da feurigen Lobpreis gemacht und haben wirklich unseren Glauben Gott hingehalten und haben gebetet und uns da so richtig drauf eingestimmt. Also wir waren richtig heiß drauf und sind dann rausgegangen. Es war Winter, war schon Abend und entsprechend dunkel. Und da ist irgendwie überhaupt niemand auf der Straße unterwegs gewesen. Und wir sind da rumgelaufen und haben irgendwie geschaut, wo sind denn jetzt die Leute, denen wir von Jesus erzählen können und denen wir das Neue Testament geben können. Aber da war irgendwie niemand so richtig. Und wir haben gedacht, ah, in der U-Bahn-Station, da sind bestimmt Menschen. Und dann sind wir runtergegangen und haben dann da auch schnell eine Frau gesehen, die war vielleicht so Ende 20. Wir haben gedacht, ah, die könnte das sein. Und die saß auf einer Bank und wir haben uns dann erstmal auf die Bank daneben gesetzt. Und dann ging es los. Ich meine, ah, ist es jetzt wirklich die wir ansprechen sollen? Und was genau sollen wir jetzt zu ihr sagen? Und wer von uns übergibt ihr jetzt eigentlich dieses Neue Testament? Und irgendwann wurde auch klar, die U-Bahn fährt jetzt irgendwann ein. Also wir mussten jetzt uns mal aufraffen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer dann am Ende auf sie zugegangen ist. Und wir haben die totale Abfuhr erlebt. Die hat uns nur angeschaut und hat gemeint, sag mal, habt ihr jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert, wer jetzt hier auf mich zugeht und wer mir hier dieses Neue Testament geben will? Ja, und all unser Glaube, der da irgendwie so da war, der ist so wie mit einer Nadel in einem Luftballon zerplatzt. Und also sie wollte das Neue Testament auch nicht haben und wir sind dann so ein bisschen mit eingezogenen Schwänzen wieder Richtung Heimat gegangen. Und das Einzige, was wir uns dann nicht haben leben lassen, weil wir wollten immerhin irgendwas noch mit diesem Neuen Testament machen, wir haben es dann noch in das offene Fenster einer Pizzeria geworfen. Und ich kann euch jetzt aber leider auch nicht von der Bekehrung und der Erweckung in der Pizzeria erzählen. Also, Glaube hat eine rationale Komponente, aber er ist vor allem auch persönlich.
und er hat Auswirkungen. Wir rechnen mit dem, was noch nicht sichtbar ist. Wir sind Gott gehorsam und gehen mutig Glaubensschritte dorthin, wohin er uns ruft. Und ich möchte jetzt noch mit euch ein bisschen darüber nachdenken, was uns dabei hilft, diese Glaubensschritte zu gehen. Wie das immer mehr Teil unserer DNA werden kann, sowohl als Einzelne als auch als Gemeinde. Denn wenn wir davon sprechen, dass Glaube die DNA unserer Gemeinde ist, dann entsteht sie ja vor allem auch dadurch, dass jeder Einzelne von uns Glauben in seiner DNA trägt. Wie aber kann Glaube in uns wachsen, damit wir Schritte gehen können? Ich glaube, zunächst mal ist ganz wichtig, dass Glaube ein Geschenk ist, eine Gabe Gottes, um die wir immer wieder bitten dürfen. Und der Andi hat sie heute Morgen schon erwähnt, die Geschichte in Markus 9, wo der Vater eines besessenen Jungen zu Jesus kommt. Und die Jünger hatten vorher schon versucht, diesen Geist auszutreiben, aber es war ihnen nicht gelungen. Und der Vater unterhält sich nun mit Jesus darüber und sagt irgendwann: Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und ich finde es so schön, weil da ist Glaube und Unglauben zugleich. Und das darf auch bei uns so sein, glaube ich. Jesus hat ja den Jungen dann im Anschluss geheilt. Und wir dürfen Jesus sagen und ihn bitten, dass er uns auch aus unserem Unglauben heraushilft. Wir dürfen unseren wenigen Glauben zusammenkratzen und ihn Jesus hinhalten. Denn am Ende ist ja nicht unser kleiner oder großer Glaube entscheidend, sondern unser großer Gott, der Wunder tun kann, dem nichts unmöglich ist und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und immer sollte er unser Fokus sein und niemals das Problem oder unser kleiner oder großer Glaube. Und überhaupt kommen wir da wieder auch auf den Beziehungsaspekt des Glaubens zurück. Denn ich glaube, dass nur in diesem vertrauensvollen Miteinander mit Jesus der Glaube überhaupt genährt werden kann und wachsen. Und es ist ganz interessant, im Alten Testament gibt es gar nicht so das eine typische Wort, was man mit Glauben übersetzen könnte, sondern es wird auf verschiedene Art und Weise ausgedrückt. Und einer dieser typischen Ausdrücke, der 152 Mal vorkommt, ist Chassa. Und das kann man übersetzen mit sich bergen, Zuflucht oder Schutz suchen, beziehungsweise sich verlassen, Geborgenheit erleben. Und es kommt zum Beispiel im Psalm 2, Vers 12 vor: Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Oder wie Luther es übersetzt, die auf ihn trauen. Das also macht Glauben auch aus. Und es zeigt, dass Glauben nicht irgendwo im luftleeren Raum entsteht, wenn wir es nur irgendwie produzieren, sondern wirklich, wenn wir regelmäßig bei Gott Zuflucht suchen. Es ist so ein schönes Bild, bei ihm wirklich Zuflucht zu suchen und diese Geborgenheit bei ihm zu erleben als seine Kinder. Auf seinen Schoß zu klettern und ihn immer besser kennenzulernen und auch immer mehr zu verstehen, wer wir in seinen Augen sind. Das gibt uns dann die Sicherheit, dass wir seine Stimme hören und dieser vertrauensvoll folgen, dass wir mutig eben diese Schritte gehen können. Und dann ist es nämlich auch tatsächlich irgendwann einfach mal dran, loszugehen. Einfach mal zu machen, weil wenn wir immer nur im stillen Kämmerlein sitzen und uns nicht herausfordern lassen, dann wird unser Glaube auch nicht wachsen. Und immer wieder sehen wir in den Evangelien, wie Jesus den Glauben seiner Jünger und auch anderer Menschen herausforderte, provozierte oder auch auf die Probe stellte. Wir haben in dieser Predigtreihe schon häufiger mal einen Blick auf die Geschichte der Speisung der 5000 geworfen, wo man auch diese anderen Aspekte Gnade und Vertrauen sehen kann. Und auch eben den Glauben, der in dem Fall bei Philippus auf die Probe gestellt wird. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben.
Jesus stellt Philippus Glauben also auf die Probe und der hätte ganz viel Verschiedenes antworten können. Der hätte sagen können, Jesus, du bist doch größer als Mose und schon bei ihm, da wurde das Volk mit Manna in der Wüste versorgt. Oder er hätte sagen können, Jesus, der Mensch lebt doch nicht nur vom Brot allein und du kannst den Hunger dieser Menschen stillen, auch ohne, dass sie jetzt Essen haben. Aber Philippus, der bleibt komplett beim Jetzt Sichtbaren, bei den Fakten, bei der vermeintlichen Realität. Und diese Dimension des noch nicht Sichtbaren lässt er komplett aus den Augen. Und ich glaube, dass es uns oft ähnlich geht, dass wir auf die Fakten schauen, analysieren und irgendwelche Wahrscheinlichkeitsberechnungen aufstellen. Also ich persönlich bin zumindest so. Ich habe zwar keine Ahnung von Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber ich überlege immer bei irgendwelchen Situationen, wie wahrscheinlich ist jetzt das, dass es eintritt oder nicht, und überlege da hin und her. Aber die Frage ist ja vielmehr, wo sehe ich das, was noch nicht sichtbar ist? Wo sehe ich Gottes Realität und mache mich auch eins mit ihr? Jesus weiß, was er tun will, heißt es da. Lasse ich mich darauf ein? Und wo gehe ich dann auch einfach mal den Schritt hinein ins unbekannte Land? Wo verlasse ich meine Komfortzone? Wo wage ich, wo riskiere ich etwas? Wo lasse ich mich nicht von den Umständen bestimmen, sondern von meinem Glauben? Wenn wir nur in den sicheren Gefilden bleiben, wo wir uns gemütlich eingerichtet haben, dann werden wir nicht erleben, wie der Glaube uns trägt. Weil wir haben es ja dann gar nicht nötig. Und wenn wir immer nur das vertraute Gleiche wiederholen, dann werden wir niemals neue Wege gehen. Und mir ist bewusst, dass bei jedem auch diese Komfortzone, die er vielleicht verlassen muss, eine andere ist. Für jeden sieht der Schritt, ein Glaubensschritt, anders aus. Für den einen bedeutet die Komfortzone zu verlassen, vielleicht tatsächlich in ein anderes Land zu ziehen, ganz wortwörtlich. Und für den anderen vielleicht einfach mal eine Gruppe zu besuchen, wo man neu ist und noch niemanden kennt. Für den einen bedeutet die Komfortzone verlassen, vielleicht tatsächlich auch einen Job an den Nagel zu hängen, ohne zu wissen, was danach kommt. Und für den anderen einfach mal sich zu trauen, in ein Gespräch zu suchen, was nicht ganz so leicht ist und wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Ich glaube, dass es total individuell einfach bei uns ist und dass jeder da einfach vor anderen auch Herausforderungen steht. Aber das Entscheidende ist, dass wir einfach damit beginnen, diese Schritte zu gehen. Es muss nicht gleich der Riesenschritt sein. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott für jeden heute Morgen auch so einen Glaubensschritt hat, einen ganz individuellen. Und ja, vermutlich ist er herausfordernd, weil sonst wäre es ja kein Glaubensschritt. Aber Jesus wird uns auch niemals überfordern, darauf können wir uns verlassen. Wir können ihm wirklich vertrauen. Wo fordert Gott dich heraus, einen Glaubensschritt zu gehen? Und vielleicht klopft er schon länger bei dir an, aber du schiebst es immer wieder weg. Vielleicht hast du ihm aber auch noch nie die Erlaubnis gegeben, überhaupt dich führen zu dürfen in ein neues Land und willst das zum ersten Mal tun. Darf neuer Glaube auch in dir geweckt werden? Und da kommt nun auch die Gemeinde ins Spiel, weil Glaube uns nicht nur verbindet und uns zu einer Familie macht, sondern in dieser Familie herrscht auch eine Atmosphäre des Glaubens, in der Glaube geweckt wird, in der wir uns gegenseitig zu diesen Glaubensschritten ermutigen, in der wir uns anfeuern und einander im Glauben stützen und wo wir auch füreinander glauben, wenn es gerade jemand selbst nicht kann. In Römer 1, Vers 12 heißt es so schön, dass wir uns mittrösten dürfen im Glauben. Paulus schreibt da an die Römer, dass er hofft, sie bald mal besuchen zu dürfen und dass er sie im Glauben stärken will, wenn er bei ihnen ist, aber er wünscht sich auch, von ihnen gestärkt zu werden. Und in einer Übersetzung heißt es da, er möchte mitgetröstet werden im Glauben. Und ihr erinnert euch sicher auch an die Geschichte, als ein paar Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen. Und da ist einfach kein Durchkommen, weil die Menge so groß ist. Und was sie dann machen, ist, dass sie auf das Hausdach gehen und das Dach abdecken und den Gelähmten von oben herunterlassen. Und dann heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der Freunde, da hat er die Sünden des Mannes vergeben und ihn im Anschluss auch geheilt.
Und ich finde es so schön, weil die Freunde haben offensichtlich das gesehen, was noch nicht ist. Und wir dürfen einander genauso dabei helfen, diese Dimension des Unsichtbaren und des Reiches Gottes wahrzunehmen und dann auch füreinander zu glauben, so wie dieses Gelähmten es für den Freund getan haben. Ich glaube, dass ich manche Schritte in meinem Leben tatsächlich nicht gegangen wäre, wenn ich nicht andere um mich herum gehabt hätte, die für mich mitgeglaubt hätten, die gesehen haben, die mehr gesehen haben, als ich sehen konnte zu dem Zeitpunkt und die mich ermutigt und bestärkt haben. Die Schritte gehen, die musste ich dann trotzdem alleine und auch das Risiko tragen. Aber da waren diese Menschen um mich herum, die mich angefeuert haben. Zum Beispiel auch, als es um die Entscheidung ging, dass ich meine Vollzeitstelle bei der Bibelgesellschaft reduziere, um hier eine zweite Teilzeitstelle in der Gemeinde anzunehmen. Ich wusste nicht, wie das werden würde. Und ich bin total dankbar, dass es diese Menschen in meinem Leben gibt. Also so, wo sehen wir wirklich auch gemeinsam das, was Gott unter uns in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in dieser Stadt tun will und feuern uns an, im Glauben entsprechend zu handeln. Und übrigens ist ja auch Beten eine Handlung und auch da dürfen wir so beten, dass wirklich klar ist, dass wir glauben, was wir beten. Und lasst uns auch nicht gegenseitig irgendwie ausbremsen oder so wie Philippus so der Faktenchecker oder die Faktenchecker werden, sondern lasst uns wirklich in unseren Gemeinschaftsgruppen, in unseren Dienstgruppen, in unseren Gottesdiensten und all unseren Zusammentreffen eine Atmosphäre haben, die von Glauben geprägt ist, wo Glauben geweckt wird und wo wir danach Ausschau halten, das zu sehen, was Gott tun kann und will. Und dann lasst uns auch den Glauben und die Vision haben, dass Gott auch mit uns als Gemeinde wirklich in dieser Stadt was bewegen möchte. Ich glaube, es ist immer eine Versuchung, dass wir uns irgendwie mit dem Status quo zufrieden gehen. Es läuft doch irgendwie alles ganz gut, oder? Muss man ja nichts, passt doch. Ich glaube, genau in diesen beiden Wörtchen ganz gut, da lauert so eine gewisse Gefahr, weil wir dann nichts mehr erwarten und weil wir dann nur noch verwalten. Und ich persönlich sehne mich wirklich danach, wie Menschen in unseren Gottesdiensten zum ersten Mal oder auch ganz neu von Gott ergriffen werden. Wie Menschen Veränderung, Heilung und Befreiung erleben. Und ich will mich da nicht nur danach sehnen, sondern es wirklich erwarten, weil es ja auch Gottes Wunsch ist. Und deswegen dürfen wir uns damit eins machen. Und wie toll wäre es, wenn jeder von uns in dem Kontext, wohin er hingestellt ist, als Stadtgestalter einfach so viele Hammergeschichten erlebt, dass wir uns vor Zeugnissen und krassen Erlebnissen gar nicht mehr retten können und gar nicht wissen können, wo wir die alle erzählen können. Lasst uns wirklich gemeinsam das sehen, was noch nicht sichtbar ist. Und lasst uns gemeinsam neue Wege gehen, auch in unseren Diensten und Gruppen. Lasst uns gemeinsam auch unsere Komfortzone verlassen und etwas wagen. Vielleicht legt es Gott des Einzelnen hier aufs Herz, auch eine neue Gruppe oder eine Initiative zu starten. Vielleicht ist auch irgendwann ein zweiter Campus dran. Lasst uns gemeinsam Erwartungen haben. Ich war vor kurzem auf dem Willow-Kongress und da wurde in einer Interviewrunde auch ein Pastor aus Gifhorn interviewt, der so ein bisschen von ihrer Gemeindearbeit erzählt hat. Und ich fand es so toll, er hat gesagt, dass sie in ihrer Gemeinde verschiedene Inseln haben, wo quasi Menschen, die nichts mit dem Glauben am Hut haben, irgendwie stranden oder anlanden können. Und es gab dann wohl eine Gruppe für junge Väter, die man auch über Facebook finden konnte. Und ein junger Vater, der gerade eben frisch Vater geworden war, hat diese Gruppe auf Facebook gefunden und ist dann hingegangen, obwohl er vorher nicht gläubig war. Und er hat sich dort sofort total abgeholt gefühlt und ist dann direkt am nächsten Tag auch in den Sonntagsgottesdienst mitgekommen und hat Jesus wirklich kennengelernt, hat sich für Jesus entschieden und kurze Zeit später auch seine Frau. Und auch wenn das gar nicht der Fokus dessen war, was er da erzählt hat, was mich daran angesprochen hat, war einfach dieses, da hat sich ein junger Vater in der Gemeinde offensichtlich rufen lassen. Und er hat gemerkt, boah, das ist gerade auch mein Anliegen. Ich bin da auch in einer neuen Phase. Ich wünsche mir so eine Gruppe. Und er hat da was gestartet. Nicht nur aber für sich, sondern auch für andere. Und das hat diese Frucht getragen.
Und das Schöne ist, und da kommen dann auch diese drei Elemente wieder zusammen, in einer Kultur der Gnade und des Vertrauens, da ist auch Raum für Glauben bzw. für Risiko. Weil da darf man Fehler machen. Da darf man auch mal was ausprobieren und merken, dass es nicht klappt. Und dann darf man daraus lernen, sich gegenseitig mittrösten und dann wieder neu anfeuern und den nächsten Schritt wagen. Und ich möchte dich heute einladen, deinen Fokus wieder ganz neu auf Gott auszurichten. Auf das, was er ist und auch auf das, was er tun kann. Und dich neu darauf einzulassen, dass es diese Dimension des noch nicht Sichtbaren gibt, mit der wir rechnen dürfen und gemäß der wir handeln können. Und vielleicht sollst du es einfach einüben, mit Gott zu wandeln, in dieser engen Gemeinschaft mit Gott zu leben, so wie Henoch. Vielleicht gibt es auch etwas, was du tun solltest, obwohl dich alle Menschen um dich herum für verrückt halten, so wie Noah. Vielleicht sollst du auch losgehen, auch wenn du nicht ganz genau weißt, wohin der Weg dich führt, so wie Abraham. Vielleicht sollst du auch, um den Eindruck von vorhin nochmal aufzunehmen, deine Matte nehmen und aufstehen und nicht mehr länger in dieser Position, in der du aktuell bist, verharren. Und vielleicht dürfen wir an der einen oder anderen Stelle das auch zusammentun, losgehen in dieses unbekannte Land und füreinander glauben und wirklich Wunder erleben, so wie die Gelähmten das für ihren Freund erfahren haben. Und wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo du dir wirklich Zeit mit Gott nehmen kannst und ihm deinen Glauben hinhalten kannst. Ganz ehrlich, was da in dir ist. Und vielleicht willst du Gott auch zum ersten Mal sagen, dass du ihm überhaupt Glauben schenken willst, dass du ihm dein Ja geben willst. Dann tu das. Oder vielleicht weißt du schon länger, dass ein bestimmter Glaubensschritt dran ist und willst den einfach heute bewusst gehen und dich dazu entscheiden, das zu tun. Und wenn du möchtest, dann geh auch nach hinten und lass für dich beten. Hinten steht unser Gebetsteam bereit und die sind genau dafür da, mit dir mitzuglauben, dich anzufeuern, dich mitzutrösten. Und lasst uns wirklich Glaubensschritte gehen. Jeder für sich, alleine, aber auch wirklich als gesamte Gemeinde. Lasst uns Wunder erwarten und das Reich Gottes kommen sehen, hier unter uns. Amen.